Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und heute mal reine R12-Action, denn sonst verpassen wir sie. Also, was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich? Warten aufs Update. Ja, hallo, wir warten alle aufs Update und ihr könnt euch doch so ein bisschen das Warten mit einer Folge von mir versüßen. Ich hoffe, ich time das auch richtig. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich hoffe, ich time das auch ganz, ganz richtig, sodass ihr so ein bisschen diese kleine Update-Phase überlebt. Und ja, Angriff von mir hier, semi-optimal will ich mal so sagen. Aber schönes Ding hier, schöne komische Base. Ich wusste nicht, wie ich da rangehe, aber so eine Oldschool-Armee hier mit Queen Walk, Pekka, Bola, und zu dem Rest ist nicht schlecht. Allerdings, wenn er seinen Packer vergisst, ihr seht das da gerade da unten, ich habe einen Packer vergessen. Ich habe einfach mal einen Packer vergessen zu setzen. Eigentlich sollten beide hier mit reingehen in die Mitte, damit die auch beide weiterhüpfen. Aber nein, ich habe ihn dann vergessen und habe dann gedacht, oh, was machst du denn jetzt? Wie haust du den jetzt raus? Naja, ich habe euch das ja nicht in den Livestreams zeigen können, die jetzt echt häufig waren. Aber es hat mich super gefreut, wie ihr mitgespielt habt, wie ihr mitgemacht habt und es waren, egal ob auf Twitch oder auf YouTube, es waren super, super Streams am Wochenende. Ich hoffe, der am Sonntag, der kommt ja erst noch, für mich jetzt, ist genauso gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wird nochmal so ein kleiner Update-Talk-Stream oder so werden. Aber ich habe dieses jetzt vorab aufgenommen, sonst gehen mir diese Angriffe hier flöten. Ich denke mal, morgen ist hier alles weg, kann ich nichts mehr zeigen. Und deswegen war es mir schon wichtig, dass wir hier mal unsere neuen Leute sehen. Denn wir haben ja so ein paar neue, vor allen Dingen hier oben im oberen Bereich. Ich weiß auch gar nicht, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, ob die bleiben. Denn den wir gleich sehen, der hat seinen eigenen Clan eigentlich, aber ist hier irgendwie reingerutscht, dann noch mit so ein paar anderen. Und ich kann es noch gar nicht genau deuten, ob die jetzt bleiben oder ob die jetzt dann wieder wechseln. Keine Ahnung, aber schöne Angriffe hier. Ich habe ein bisschen Pech gehabt. Naja, was willst du machen? Aber ihr wollt ja ein bisschen Clash of Clans sehen, also einfach die Wartezeit ein wenig mit ein paar netten Angriffen hier versüßt. Und es kommt ja doch schon eine ganze Menge. Es kommt ja echt schon eine ganze Menge. Denn ich muss das selber erstmal so ein bisschen auf die Reihe kriegen, was eigentlich alles kommt. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, und was gab es eigentlich? Also auf der Registerkarte News hier gab es ja in den letzten Tagen richtig viel. Ich habe ja kaum was davon berichtet. Ja, ich weiß. Ich habe da kaum was von berichtet. Das machen dann eher andere. Ich diskutiere das. Ich habe das so ein bisschen ausdiskutiert mit euch in den Livestreams. Und ganz, ganz unten seht ihr hier die Clan War liegen, beziehungsweise ja, Load More. Ich gucke mal, ob davor noch was kam. Ah ja, okay, davor kam ja noch was. Also das Ding wird ja richtig, richtig dick. Da kann man nicht anders sagen. Es gibt ein paar ist gut, es gibt neue Kobold-Missionen und die werden, da könnt ihr euch richtig anschnallen, die werden richtig knackig. Dann gibt es natürlich die Clan War League, also ähnlich wie von Clash Royale. Ich bin da echt mal gespannt und die beiden zeigen hier ja richtig schon relativ viel. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, was uns da erwartet. Uns erwartet dort auch ein neuer Shop vor allen Dingen, wo man Sachen kaufen kann, mit was, das habe ich jetzt nicht ganz rauskriegen können, ob das jetzt Währung ist oder Ingame-Währung, Echtgeld-Währung, keine Ahnung. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen Echtgeld-Währung wird. Die magischen Hammer sind natürlich richtig gut, aber ich meine, so Max RH12, den nutzen die einfach wenig. Das schreit dann eher nach so einem 2-, 3-, 5. Account, keine Ahnung. Oder halt, ich bin noch nicht so weit. Denn du kannst mit den Hammern, so habe ich das jetzt, glaube ich, auch rausgelesen, direkt Sachen upgraden, ohne dass du Ressourcen brauchst. Das ist natürlich geil. Also du holst irgendeinen Hammer, Truppenhammer, Heldenhammer, was auch immer und brauchst nicht farmen. Ja, das Spiel wird etwas dynamischer und etwas schneller. Und heute kamen dann noch die Balance-Updates. Ich meine, es gab ja auch noch diesen kleinen Strudel da. Ich hoffe, dass das nur ein Halloween-Scherz ist. Das sehen wir dann später. Und aber richtig schön ist, die Balance-Updates gefallen mir. Die werden mir richtig gut gefallen, muss ich sagen.
Denn einiges wird teurer, einiges wird günstiger, einiges wird genervt und die Wallbreaker hier, die Wallbreaker, also die man echt weniger nutzt, jetzt seitdem es ja die Karren gibt, die werden nochmal günstiger. Finde ich sehr, sehr gut. Ist sicherlich nochmal so ein kleiner Ansporn, die immer mal wieder mitzunehmen. Ich nehme sie ja auch mal gerne mit. Golem-Trainingskosten reduziert. Richtig, richtig, richtig geil. Babykosten auch, Kosten reduziert. Also alles wird ein bisschen billiger, aber hier sehen wir schon die ersten Nerfs, die Hexen. Sauber, sauber. Mal gucken. Rathaus 9 hat wieder neue Aufgaben. Auf 3 und 4 ändert sich ja scheinbar nichts, sondern nur auf 1 und 2. Also Rathaus 9 hat wieder neue Aufgaben. Bowler-Trainingskosten reduziert. Sauber. Echt cool. Ich meine, gut, 190 zu 170. Das sind immerhin 20 Dunkles gespart. Ich sag's öfter mal, wer Max Out ist, guckt eh nicht mehr auf die Kosten. Gem-Donations sind in ganz, ganz vielen Fällen sind die Gems hier runtergegangen. In einem Fall sind sie hochgegangen, nämlich bei den Riesen. Das haben wir aber schon mal in einem Preview gesehen. Die Maschinen hier dauern nur noch 20 Minuten. Yes. Und egal welcher, egal ob 1, 2 oder 3, also Level. Und sie kosten auch nur noch 100.000 Gold. Nett. Okay, die XP, da warte ich ja jetzt schon ewig drauf. Inferno Tower. Oh. Das wird ein richtig knackiges Ding. Ich hab's gewusst, dass er kommt. Aber das wird nochmal richtig. Ich glaube, die ganzen Sachen hier werden das Spiel wieder mal so ein bisschen umkrempeln. Ist ja immer so. Und es wird wirklich ein großes Update. Guckt euch das selber an hier, was alles genervt wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf dem deutschen Block schon in Deutsch ist. Aber ja, 200 Mauern, ihr habt wieder was zu tun. Ich habe es ja noch längst nicht durch. Wirklich, wirklich cooles Ding. Und ich hatte ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen R12-Action sehen von unseren neuen Leuten, beziehungsweise von den Leuten, die hier drin sind. Sonst verpassen wir das. Also hauen wir mal rein. Ich hau hier in den Schnitt und ihr in den Angriff. Ah, dann nehmen wir uns erstmal ein 12 auf 12. Ja, und der Mini minus 23, Mini 23 ist aber ein zweiter Count von jemandem, der hier reingekommen ist. Sehen wir gleich noch in den nächsten Wiederholung hier und gegen die ja noch nicht ganz so starke Base, aber ich sehe gerade, wo jetzt der Adler aufgeht, auch der bekommt wieder ein bisschen mehr Feuer, denn viele haben gar keinen Schiss mehr vor dem Adler. Warum auch? Der ballert zwar, aber naja, aber demnächst ballert er wieder ein bisschen mehr. Das heißt also, sein Schaden und sein Flächenschaden werden so ein bisschen mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Heal Points, müsste jetzt nachgucken, ob er auch etwas mehr Heal Points wieder bekommt. Und was er auch nicht ändern, ist die Karrengeschwindigkeit, die man eben hier bis zum Rathaus durchfährt. Ah, geiles Ding. Geiles Ding, jetzt geht es hier mit Hox weiter. Okay, man muss immer dazu sagen, die Base ist jetzt nicht ganz so stark und der Mini hier mit 23, 58, 50 von rechts gesehen, also Warden, Queen und King, ist schon ein nettes Pärchen. Ist schon ein nettes Pärchen, das ist ja längst nicht Max wie Rathaus 12. Und Warden ist noch nicht mal auf Rathaus 11, hat auch auf Rathaus 11 Status, da geht er bis 20. King ist aber noch Rathaus 11 Status. Aber hier die Hog Rider, er hat die passenden Truppen hier oben, hat sogar noch einen Machttrank genommen, nur für die Magier. Ist natürlich auch nicht schlecht, die dafür zu nehmen. Ich glaube, ich hoffe, es war jetzt nur für die Magier. Ich habe jetzt gar nicht am Anfang geguckt. Aber ein sauberer Hog-Angriff hier auf die Nummer 6 auf dem Barcelona von unserem aktuellen Clan-Gegner Lot Bess. So heißen sie, glaube ich. Jo. Wir springen sofort in den nächsten rein. Oh, er hat ja ganz, ganz, ganz viel hier hochgemacht. Ich weiß nicht, was er schon auf Max hat. Wir haben hier neu drin den Tamre. Und also ein Rathaus 11 auf Rathaus 11. Ja, aber ich meine, die CKB ist hier, da hast du auch ein bisschen Lack, ne? Da hast du auch ein bisschen Lack, dass einfach mal einer so seine Sachen, die er gerade so fertig gebaut hat, einfach erstmal rausstellt. Erstmal raus in die Kriegsbasis. Verändern kann ich ja später. Hat der Kollege leider versäumt. Und ich schaue mal rein hier, 11 auf 11. Ich habe auch hier ganz, ganz vieles nicht gesehen. Auch gestern, nee, vorgestern war es, ne? Vorgestern am Samstag in dem Livestream haben wir natürlich nicht alles reinbekommen, weil natürlich nicht alle live angreifen. Aber ich glaube, wir haben schon mal wieder eine ganze Menge gesehen. Und die Abende jetzt mit euch auch auf der anderen Streamer-Plattform begeistern mich, muss ich sagen. Denn wir sehen echt viel Clash of Clans. Wir fahren ein bisschen, wir quatschen vor allen Dingen ein bisschen. Mittlerweile könnt ihr ein bisschen bei mir zocken in den Livestreams. Ich werde das ausbauen.
Aber das dauert auch seine Zeit, denn das ist nicht einfach mal so gemacht. Die nächsten Sachen werden programmiert und da ist es sowieso ein bisschen schwieriger, das Ganze mal ordentlich zu testen. Mal gucken, wie das wird. In dem letzten Livestream am Samstag habe ich ja so ein bisschen selber nochmal Hand angelegt, so hier und da in den Skripten. Und das ging, weil sie auch sehr, sehr klein sind. Aber in den nächsten Sachen glaube ich mal, denke ich, wird es ein bisschen umfangreicher. Ich freue mich da aber schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Und warum bin ich eigentlich auf Twitch so häufig online? Irgendeiner hatte das gefragt. Das liegt daran, ich will da ja mal so ein bisschen mehr unsere Szene hier, die Clash of Clans-Szene, ein bisschen mehr vorantreiben. Deswegen mache ich vor allen Dingen in der Woche gerne ab 20:30 Uhr abends, guckt einfach auf meinen Kanal auf Twitch, ganz gerne Livestreams und was auch immer. Es gibt ja immer was zu clashen, ist ja einfach so. Und deswegen mache ich das only dort. YouTube ist mir da ein bisschen zu anstrengend in der Woche. Ich kann einfach auf einen normalen Abend kann ich mich einfach hinsetzen und auf Twitch einfach etwas angenehmer und chillter, muss ich sagen, streamen. Aber die Tagesfolgen hier auf YouTube sollen darunter natürlich nicht leiden und das wird sich jetzt auch wieder so ein bisschen einpendeln, denke ich mal. Wir haben hier 1 auf 1 den Shakuza, den haben wir eben schon gesehen, nämlich mit seinem Mini. Ich glaube, ich hab erstmal nachfragen müssen die Tage, wer ist hier eigentlich neu, wer hat hier ein oder zwei Accounts. Aber der Shakuza hier hat auch seinen eigenen Clan. Ist ein Clan Level 10, die sind auch gar nicht, die sind gar nicht schlecht, die sind sehr, sehr erfolgreich. Aber sie sind halt im Moment so ein bisschen wenig. Und der Shakuza hat mich hier womöglich über meine Folgen gefunden. Finde ich sehr, sehr nett, gar keine Frage. Wenn ihr also auch etwas sucht, beziehungsweise wenn ihr einen Clan sucht oder wenn euer Clan neue Leute sucht, das habe ich immer ganz gerne bei mir in den Kommentaren. Das könnt ihr ruhig da unten reinpinnen. Da habe ich nie was gegen. Das werde ich nie sperren, nie irgendwie ausklammern oder so. Denn ich find das ja gut, dass so ein bisschen Rotation in den Clans ist. Der eine sucht mehr, der andere ist erstmal gesättigt. Und wenn du ja eine Truppe hast, wie hier bei dem Spätz mit Soße, da sind wir ja, ich denke mal, dauerhaft locker über 45, dann suchst du natürlich unter Umständen nicht mehr, sondern bei uns muss dann natürlich erstmal wieder Platz frei werden. Ich weiß, wir sehen gerade einen Live-Angriff, aber ich denke mal, 1 auf 1 hier ist einfach jetzt mal kurzfristig etwas krasser. So, das kennt er von mir aus dem Livestream. Ich schneide das noch nicht raus, wenn ich mal ein bisschen abhusten muss, weil die Klöße im Hals so groß sind. Dann mach ich das Mikro kurz mal stumm und dann ist gut. Aber das soll dann den Folgen hier kein Abbruch leisten. Ich denke mal, dafür sitze ich hier vor der Kamera und verstelle mich hoffentlich nicht. Denn viele machen das, schneiden das raus oder so. Ich bin da nicht so. Ich gehe mittlerweile auch über Leichen, denn sonst würde ich mich auch nicht fast jeden Tag jetzt mittlerweile mit der Facecam irgendwo zeigen. So ist es nun mal, ne? Aber schön gemacht hier. Saubere Sache hier. Chakuza auf die Nummer 1, auf den Dark Lord. Und das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hier, die Update-Folge, die paar Minuten, haben euch trotzdem gefallen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Der Krieg hier ist noch nicht aus. Also, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ihr werdet es vermutlich wissen, wenn ihr dann den Stream schaut. Das Video kommt ja hier zur Update-Zeit raus für euch. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Es ist ja wirklich viel und ich muss das Ganze auch erstmal sacken lassen. Heute auch nochmal mit den Balance-Updates. Inferno kommt dazu und und. Das sind ja alles erstmal kleinere Sachen, die da kommen, aber die sicherlich große Auswirkungen haben. Ich denke mal, wir werden uns hören und auch sehen. Bis dahin, euer Toto.